Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I'm Squirrel. Ich bin der René und heute mal wieder mit Facecam am Start. Ja, im Hintergrund seht ihr Black Ops 3 und natürlich habe ich heute eine neue Folge, die Sexbeichte am Start. Bei der nächsten Folge werde ich auch einen Partner dabei haben. Und ja, lasst euch überraschen, wer es sein wird. Und dann würde ich sagen, fangen wir ja auch mal einfach an. Die Beichten werden immer unten im Video angezeigt und irgendwo oben steht nochmal verlinkt die letzte Folge. Und dann würde ich sagen, und zwar fangen wir mit den Momento. Und zwar, ich weiblich 17 berichte, dass ich unseren Lehrer total heiß finde und ich ihn gerne mal besser kennenlernen würde. Aber wenn ich mit ihm rede über was Privates, blockt er immer ab. Ja, ist irgendwie auch natürlich, dass der Lehrer abblockt. Wenn nicht, dann denke ich mal, dass er auch was von ihr will. Also man weiß es ja nicht. Man hat ja schon öfter mal so gelesen, die Lehrerin hat den Schüler gebumst, der Schüler bumst den oder der Lehrer bumst sie. Also es gab da schon viele Sachen natürlich. Aber naja, ich finde das schon richtig vom Lehrer, was er da macht. Aber es gibt leider oft genug, dass Mädchen auf ihren Lehrer stehen, aber oder Jungs auf ihre Lehrerin, gibt's immer alles. Aber auf jeden Fall. Naja, was soll man dazu sagen? Dann kommen wir gleich auch zu den zweiten. Und zwar, ich, Manny22, berichte, dass ich meiner Freundin mal eine Glasflasche in den Arsch gesteckt habe und wir mussten dann ins Krankenhaus, weil wir sie nicht mehr rausbekamen. Ich will mir das gar nicht bildlich vorstellen, wie die da ins Krankenhaus kam. Die muss ja eigentlich untenrum nackt ins Krankenhaus gekommen sein. Glaube ich auf jeden Fall, weil wenn man eine Glasflasche im Arsch stecken hat und die nicht mal rausbekommt, wie soll man da eine Hose anziehen? Ich stelle mir das eigentlich ganz schön schwierig vor. Und ich glaube, die haben die einfach nackt auf die Rückbank geworfen im Auto und gesagt, so, Schatz, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und wir müssen die Flasche da wieder rauskriegen. Und das erklärt mal den Arzt, wie es passiert ist. Naja, ich stecke auch so, natürlich so ein PS4-Controller und andere Dinge in der, also in vielen Öffnungen, ne? Also ganz logisch, nein, Spaß, Leute. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr das schon mal gemacht, eure Freundin irgendwie eine Haarspraydose oder eine Flasche in den Hintern geschoben? Ich auf jeden Fall nicht und ich werde es auch nie tun, weil ich sowas abartig finde. Aber ja gut, jeder wie er möchte, wa? Und dann kommen wir auch zum dritten, und zwar ich, weiblich 16, berichte, dass ich mit einem Freund, der 14 ist, meine erste Erfahrung im Bett gemacht habe. Ich kann mich gut, richtig gut befriedigen. Ich habe gerade echt einen Haken beim Vorlesen. Er kann mich richtig gut befriedigen. Das würde keiner schaffen, glaubst du das, Baby? Wir können ja mal beide zusammen was starten, wa? Ich weiß, wo du wohnst. Nein, Spaß, Leute. Ich wollte das einfach mit reinbringen. Ich fand da irgendwie, dazu konnte man so einen kleinen Gag machen. Ja, ich weiß, ihr habt jetzt alle gelacht. Ja, danke schön. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, kommen wir dann zum nächsten. Und zwar, ich weiblich 18 berichte, dass ich als ich meinem Freund einen blasen wollte, gekotzt habe, weil er so groß ist. Oh nein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Stellt euch vor, Jungs, ihr kriegt einen geblasen und deine Freundin fängt einfach voll an zu kotzen. Also alles schön auf dem Bett und auf euren Denken und nein. Nee, Leute, ich glaube, ich würde, wenn ich das sehen würde, ich bin eh so ein Typ, wenn ich Kotze sehe oder jemand kotzt, muss ich mitkotzen. Und ich glaube, ich würde meiner Freundin so ins Gesicht kotzen. Hätte sie andererseits auch irgendwie verdient, aber ja gut. ich weiß nicht. Bah, nein, ich glaube, ich könnte mal. Nee, ich könnte erstmal keinen Sex mehr haben mit der, ich glaube. Da wäre erstmal für mich wirklich vorbei, Leute. Aber ja, gut. Kommen wir zum letzten. Und zwar, ich, männlich 20, berichte, dass meine Freundin hässlich ist. Und ich nur mit ihr zusammen bin, damit ich nicht Single sein muss. Ja gut, es gibt wirklich viele Leute, die wirklich so sind, suchen sich eine Freundin, weil sie Angst haben, alleine zu sein. Das ist genauso wie bei Frauen, suchen sich einen Typen, um Angst zu haben, alleine zu sein. Keine Ahnung wieso und warum, ich bin gerne alleine, ne? Ich bin forever alone, nein, Spaß, Leute. Aber auf jeden Fall,
keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Ich denke mal nicht, dass er nur mit ihr zusammen ist, weil er nicht Single sein will. Weil er auch was anderes natürlich haben will, sonst würde es ja nicht auf der Seite stehen. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde sowas immer so ein bisschen unnötig, andere Gefühle zu verletzen. Aber okay, muss jeder selbst wissen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war nämlich der letzte Punkt, den ich heute mir hier rausgesucht habe. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentieren natürlich nicht vergessen und abonnieren für mehrere Videos, um spät kein Video mehr zu verpassen. Und natürlich wollte ich nochmal eben kurz erwähnen, dass es ja jetzt auch in ein paar Tagen Silvester ist und ich hoffe, ihr kommt alle fröhlich und munter ins neue Jahr, denn ich denke mal, wir hören uns erst im Jahr 2016 wieder. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, und wir hören uns. Ciao! Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. Watching seasons change, our roads were